So, meine Lieben, ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Folge Malis zwei Schwestern. Ja, nachdem unsere letzte so grandios geendet hat. Und zwar weiß ich mittlerweile auch, woran das liegt. Ich habe zwei Monitore und ich habe das so an, dieses Switchen, dass ich automatisch, wenn ich mit meiner Maus am Bildschirmrand komme, es auf meinen zweiten Monitor switcht. Und damit hat aber mein Aufnahmeprogramm Probleme und schließt sich dann. Deswegen habe ich das jetzt ausgeschaltet, dass das eben nicht mehr mir passiert. Und hoffe, dass jetzt alles gut geht. Ich habe ja versprochen, dass jetzt alles klappt. Also zumindest technisch. Für mein menschliches Versagen kann ja der Computer nichts. Das werde ich auch nicht versprechen, dass ich besser werde. Es tut mir leid. Was waren wir hier noch auf der Suche? Okay, ein von Dampf angetriebener Generator. Ob er noch funktioniert, wer weiß, wer weiß. Ich weiß, dass wir irgendetwas brauchten, um Kohle zu transportieren. Ich schätze, der Boiler hat den Generator angetrieben. Ja, schön für den Boiler, ne? Ist toll. Steht immer noch das Gleiche. Ich stelle jetzt immer das Gleiche. Diese Maschine läuft mit Dampf und generiert Strom. Was ist denn das? Eine Feuerpumpe. Aha. Ne? Der Tank ist fast leer. Das reicht kaum für den Generator aus. Geschweige denn dafür andere dampfbetriebene Maschinen. Geschweige denn für andere dampfbetriebene Maschinen. Okay. Dass ihr das auch mal kennt. Wo ist denn überhaupt was? Meint ihr, ist das blaue noch Flüssigkeit? Ich weiß, ich bin manchmal selten dämlich. Jetzt hört doch mal auf, hier so rumzublinken. Ich weiß es doch. Ups. Ich muss wohl einen anderen Weg hinausfinden. Dies scheint mir auch so. Schlau. Hier war ich ja... Naja, es ist immer noch kein Strom da. Eben schon. Also, eben in der letzten Folge, aber da ich ja gerade aufnehme. Also so durchgängig, ne? Oh, mein Kopf juckt. Einmal gekratzt. Ich habe keine Läuse oder sowas. Ich brauche hier eigentlich immer noch ein Eimer. Ja, hier transportier du das doch mal. Es tut mir leid, ich habe keine Kraft. Warum nicht? Was soll das? Aber warum blinkst du denn hier so schön? Was erzählst du mir denn bitte schön als Tipp? Ach, guck mal. Die habe ich... Okay. Hatte ich eigentlich vorhin schon aufgenommen, aber da, also in der letzten Aufnahme, aber da anscheinend spielt sich da, bewegt sich nicht. Ja, mein Aufnahmeprogramm dann abgeschmiert ist, hat das anscheinend nicht mehr getan. Ach, vielleicht kann ich jetzt irgendwo mit meiner Spitzhacke dagegen hauen? Stimmt, einfach mal draufschlagen, es hilft immer. Ich bin da schon wieder maßlos überfordert, gell? Das ist aber auch was schlimm mit mir. Jetzt mal ernsthaft. Also das wird automatisch mit drei Sachen kombiniert. Das auch? Nee, das nicht. Einfach mal mit der Hacke überall draufschlagen. Funktioniert schon irgendwann. Ja, läuft mit Dampf und generierten Strom. So schlau oder so weit bin ich jetzt schon. Sagt der schlaues Buch irgendwas? Nein. Zumindest nichts, das ich nicht schon weiß. Und Duftkopf, gib mir mal bitte einen Tipp. Kohleschaufel. Ich gehe mal unauffällig zurück und tu so, als hätte ich alles bestens im Griff. Ja, ich brauche immer noch einen Eimer, das ist mir schon klar. Und den finde ich bitte schön wo? Ich habe doch jetzt immerhin schon mal eine Kohleschaufel. Ich würde ja ganz gerne diesen hier nehmen. Der da. Aber es funktioniert nicht. Okay, ich gehe wieder zurück. Oh,
Also für den Fall der Fälle, dass ihr den gesehen habt, dann tut's mir wie immer leid. Ich hab's nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Ich bin doof, Leute. Guck mal, wie schön ich das mache. Gefällt euch das? Das reicht jetzt schon aus, ja? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder da hinein und ich würde sagen, dort hinein schmeißen wir Kohle. Ach, Sandeimer haben wir es da reingeschmissen. Klar. Können wir das jetzt auch dicht machen? Zu? So? Können wir mal? Ja, ich sehe, dass du blinkst. Und? Ja, wenn ich Doofkopf nicht hätte, gell? Ja, muss ich die Tür jetzt mit irgendwas Bestimmtem zumachen? Vielleicht sollte ich Feuer reinschmeißen. Ich schäme mich schon ein bisschen. Ja, ich auch. Hm. Ja, ne? Klicke auf die Ringe, um sie zu drehen. Stelle die Dampfzufuhr wieder her, um den Motor zu aktivieren. Okay. Nee, dich doch nicht. Ich hätte, wäre ja jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass die so in guck mal. Jetzt kommt, das habe ich gut gemacht, das dürfte ich mal sagen. Hupala. Wo hat es denn da abgepfeffert? Hier könnte ich Blechkopf wieder aufladen. Yay, komm, lad dich auf. Da, komm, geh, lad dich. Ja, wie mache ich das? Nee, so und nicht. Und wie lade ich den dann auf, Leute? Aber ich habe den noch nicht in meinem Inventar. Deine Mutter wäre gut für ein Schlauchgewinde. Ich muss sie nur ein wenig zerschneiden. Wo kommt denn die Mutter jetzt wieder hin? Scheint zu funktionieren. Sehr schön. Scheint zu funktionieren. Ist doch gut, dass hier irgendwie alles funktioniert. Ach Mann! Ich wollte bitte mal in mein Inventar. Aber was war. Ja, dann soll es doch auch mal machen. Bin ich einfach nur sagen. Ich hasse das, wenn ich verzweifelt bin beim Spielen. Und ich bin so unglaublich selten dämlich irgendwie. Ich habe mich fast noch keinem Spiel so doof gefühlt wie in diesem. Eine Mutter wäre gut für ein Schlauchgewinde. Ich muss sie nur ein wenig zurechtschleifen. Und woran schleife ich bitte die Mutter? Ich kann sie ja nicht kombinieren. Ich schmeiße sie einfach ins Feuer. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal hier hin und guck mal, hier kann ich hier irgendwas mit der Mutter anstellen. Mutter? Hey, jetzt schleif. Mutter, ich saß hier. Okay, sie ist geschliffen. Soll ich wieder ausmachen? Ich glaube irgendwie nicht, dass es damit passiert. Hiermit? Nee. Nicht damit.
Das lässt sich immer nur mit dreien kombinieren. Das Seil lässt sich mit zwei kombinieren. Der Schlauch ist für drei gedacht. Schlauch, was erzählst du mir denn, mein Freund? Und mit einem Rohr könnte ein brauchbares Schlauchgewinde abgeben. Okay, das heißt, ich benötige noch ein Rohr. Das habe ich nämlich nicht. Ich habe nur einen Schlauch. Das heißt, wir begeben uns noch einmal auf die Suche nach einem Rohr. Das ist ja das gleiche wieder. Gucken wir dann mal hier drüben, ob ich hier wieder irgendetwas übersehen habe, was absolut typisch für mich wäre. Weil ich übersehe hier ständig irgendwelche Singe. Ja, ich übersehe Singe. Ich habe doch kein. Hab ich ein Rohr und sehe es nur wieder nicht? Also würde jetzt auch für mich sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei meinen Let's Plays unser Name am meisten Programm ist. Und ich tue das nicht absichtlich. Nur mal hier so, ne? Oh, das tue ich auch nicht absichtlich. Ich sehe kein Rohr. Das regt mich auf. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie es diejenigen auf. Das ist ein Rohr? Das versuche ich doch die ganze Zeit schon mit dem scheiß Ding zu kombinieren. Ja, jetzt kombinier's doch auch einfach mal nur. Los! Scheiße! Ach, scheiße! Ich habe vergessen, dass man das Dingens drücken muss. Ich weiß nicht, habe ich schon mal gesagt, dass es mir leid tut? Ich kann mich nicht so dran erinnern. Fühle ich mich wieder besser. Ich mich erst, wenn der Charme nachlässt. Okay. Okay. Können wir jetzt wieder gehen? Weil wir brauchen hier hinten. Ja, kling, 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 kling. Na, bitte mach mal auf. Dankeschön. Puh, endlich draußen. Und ein Wimmelbildspiel. Und was sollen wir nun tun? Das Mädchen konnte inzwischen überall sein. Überall. Wir sollten das Gebäude durchsuchen und sie muss hier irgendwo sein. Ich will, dass sie meine Schwester freilässt. Wisst ihr Bescheid? Ist das eine Pizza? Oder? Sieht voll eklig aus. Das möchte ich nicht essen. Ja, wir machen erstmal hier unser Wimmelbildspiel. Ich enttäusche euch mal wieder gnadenlos. Hab's gefunden. Da kommt schon. Das ging jetzt mal jetzt schnell. Die ersten zwei. Ja, ich bin lieber wieder still. Löffel finde ich schon mal nicht. Eine Weinflasche. Hier ist ein Messer, da sehe ich auch. Das ist sicherlich keine Weinflasche. Ist das eine Weinflasche? Nein. Wir machen dann mal weiter. Ein Schmetterling. Schmetterling, du kleines Ding. Mehl, Keller, Reibe. Reibe? Ein Nudelholz. Eine zerbrochene Tasse. Gut, dass ich dafür kann man auch ausschließlich ein. Ich habe schon wieder gefunden. Ausschließlich ein Nudelholz für verwenden. Ja, weil alles andere würde natürlich das nicht kaputt kriegen. Da ist die Weinflasche. Ein Streichholzschachtel, Chili-Schoten. Habe ich die nicht eben gerade irgendwo liegen sehen?
Das waren die Knoblauch da. Chilischotenstreichschatz, Kupferteller, Kelle und Löffel. Das hier ist doch kein Löffel, oder? Aber das sind Streichhölzer. Das hier eine Kelle? Was willst du denn, was soll ich denn mit dem Messer machen? Mehl. Hier sind Erdnüsse. Was ist das da? Hier irgendein Beutel, den ich aufstechen muss, weil sich da Mehl drinne befindet. Und ich jetzt mal wieder. Ich check's doch schon wieder nicht. Ach, suche ich nochmal den Teller. Löffel. Löffel. Ich sehe keinen Löffel. Ich Blindfisch. Ich weiß, ich könnte. Das ist definitiv kein Löffel, das ist eine Schere, eine Feder. Was ist denn das? Wofür brauche ich das Messer? Um das abzuschneiden. Oder auch nicht. Das ist ein Besen. Wo soll denn hier der. Da lag der Löffel. Ganz. Es ist hier vollkommen klar. Käse und Mehl. Da ist ein Beutel. Okay, eine Streichholzschachtel wurde unserem Inventar hinzugefügt. Soll ich jetzt kochen? Was ist denn das? Was ist das? Eins von fünf Sicherungen. Okay, hier tropft der Wasserhahn. Kann ich hier nichts weiter tun? Ernsthaft? Jetzt mal so richtig ernsthaft? Anscheinend nicht. Ach, hier sind wir jetzt. Das super Rauchzimmer. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Boah, da wäre ich beinahe wahnsinnig geworden. Also ernsthaft, wenn mich irgendetwas an diesem Spiel aufgeregt hat, dann war es richtig diese Stelle. Da hätte ich echt an mich gekriegt. Kann ich hier was an der Tapete abrupfen? An dem Horn? Überhaupt irgendetwas? Eine Schublade zum Beispiel? Okay. Ja, guckt, wollen wir uns nochmal angucken? Schön war's, könnt das, ist das, ne? Toll. Da war ich so richtig glücklich. Naja, dann gehen wir mal hier. Nein, dann gehen wir mal hier wieder raus. Und gehen hier entlang. Jetzt, wenn der Generator läuft, sollte das Licht im Korridor des oberen Geschosses leuchten. Ach, guck, da wollten wir ja nicht lang gehen, weil es dunkel ist. Guckt mal an, jetzt können wir hier langlaufen. Ja, im Dunkeln hat sie sich nicht gedacht. Wisst ihr, dass ich Puppen voll gruselig finde? Ich habe neulich, kann ich mal aufhören, hier so rumzurollen, aber ich drauf drücke? Die kann ich nicht gebrauchen, das ist gut. Das freut mich, die würde ich auch nicht mitnehmen wollen, weil Puppen machen mir Angst. Nochmal zwei Stück, das ist aber sehr schön. Geht euch das auch so? Findet ihr Puppen auch schrecklich? Oh, noch eine verschlossene Tür. Welche eine Überraschung. Gut, probieren wir es mal hier. Ich weiß nicht, wieso. Also, ich meine, es gibt definitiv unterschiedliche Puppen. Es gibt Puppen, die finde ich nicht ganz so schlimm. Also diese typischen, so wie wir sie jetzt hier kennen aus der heutigen Zeit, die man in jedem Spielgeschäft kaufen kann. Wie Bibi Born oder was weiß der Geier, wie die noch alle heißen. Die sind ja durchaus in Ordnung. Ich finde, mit denen kann man leben. Per neuen Socken Maus. Aber diese hässlichen, unglaublich hässlichen Puppen von früher, diese Porzellanpuppen, die machen mir Angst. Ich weiß aber nicht, ich finde, die sehen gruselig aus. Unglaublich gruselig.
Die haben schon sowas, weiß ich nicht, in ihr Gesichtsausdruck, diese Augen, weil die, wenn die so grinsen. Und so wie es, wo sind denn die Schuhe? So wie irgendwie Horrorfilme oder irgendwie sowas, in denen solche Puppen mitspielen. Klar, die Puppe an sich ist nicht das Böse oder kann es nicht bewirken. Meistens ist es ja so, dass die von irgendetwas besessen sind, dass irgendwas Böses in dieses puppenähnliche Etwas hineingefahren ist. Gut, ich bin hier. Ach, Stoffpuppe. Ich meine, Stoff geht Gott sei Dank noch. Was haben wir denn hier versteckt? Die Sonne. Perlenohrringe, Socken und Maus. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich weiß, dass ich über Puppen geredet habe, dass ich sie so unglaublich schrecklich finde. Da ist eine Socke. Der Ring ist auch unter irgendetwas versteckt. Perlenohrringe. Ohrring, also einen einzelnen. Naja, also definitiv finde ich die gruselig, die Teile. Die haben was ganz Schreckliches für mich. In ihren so anstarren. Wie man die sammeln kann. Also, ich bitte jetzt nicht falsch verstehen, für den Fall der Fälle, dass gerade ein Puppenliebhaber zuguckt, der jegliche Puppen sammelt, altmodische Puppen sammelt oder sowas. Um Gottes Willen, ich möchte nicht. Perlen, Ohrring. Das war ein Ohrring? Da habt ihr das gesehen? Aber naja. Ich möchte natürlich niemanden verurteilen und jeder kann dies tun, was er möchte und wozu er Lust hat. Nur ich persönlich würde es nie machen. Magnet und Maus. Und find sie nicht. Da ist die Maus. Toll, jetzt ist nur die Frage, wie für die ein Magnet aussieht. Au. Liegt der hier vielleicht bei den Knöpfen irgendwo dazwischen? Nein, das ist auch nichts Magnetisches. Das ist ein Spiegel, das ist irgendwas Ballähnliches. Das sieht aus wie Knoten oder so ein Kramens. Ich hätte jetzt gedacht, dass der hier irgendwo dran hängt an dem Koffer. What? Sorry. Ich wollte gar nicht auf dich drücken. Fühl dich doch nicht gleich so angegriffen. Ja, da, ich habe ihn gefunden. Ich dachte die ganze Zeit, das gehört zu diesem roten Ball. Dass das so wie so eine Art Schlauch wäre oder sowas, der dazu gehört. Ja. Ein Puppenhaus. Was habe ich denn da gefunden? Auch noch mehr. Ach so, sind jetzt nur drei. Ich dachte jetzt mal, wie cool, jeden zwei gekriegt, jetzt drei gekriegt. Hätten wir sogar schon nicht zu viel sowas. Guck mal hier zum Beispiel. Ach, da komme ich nicht drüber klar. Der Riss in der Pede sieht irgendwie verdächtig aus. Dann mach ihn doch ab. Los, ich will ihn abmachen. Können wir ihn hier Spitzhacke, mach's ab. Mach's ab. Lass es halt dran. Mach's nicht ab. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt mal sagen, bevor ich noch mehr zeige, dass ich es nicht drauf habe, das hebe ich mir nämlich für die nächste Folge auf, mache ich hier ein Folgenende, Folgenpause und bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, bis dahin, ciao.